Einsatzleitung, Schlägerei Little Italy. Wir fahren jetzt hoch, jeder mit seinen Gefangenen und Fahrzeugen, wir fahren jetzt hoch und werden dann da die Aussagen aufnehmen und von da aus können die dann weiter, beziehungsweise wird das dann aufgelöst. Einsatzleitung Ende. MS 99 für PD-12 kommen. Herzlich, kommen Sie. Ja, schwarzer Dampfer vor der JVA, besitzen 4 maskierte Personen kommen. So positiv. Ich gebe das einmal weiter in den anderen Funk. Streifexpert 1031 an, eine 1090 vor Ort benötigt. Streife 3 auf dem Weg zum 1031. Streife 1 ist direkt vor Ort beim 1031, laufen wir gleich hin. Tanke auch fast leer. Ja. Ja, da wäre es nicht da jetzt mal in so einer Situation besser, PKW vor Ort, den Funk zu wechseln für die Beteiligten? Ja, oder? Das machen wir aber erst, wenn wir oben sind. Okay. Diese Fahrzeug ist Blaulicht vor Ort. Streife 1023. 1099, 1099, Highway, Kontroll wurde unterbrochen. Ja, Frage von der DCU, ist das der East Highway? Negativ, ist der Highway Richtung JVA an der East Station vorbei. Ja, das ist der East Highway. Na, mit dem 408 Ende. Ist das der 1099? Ah, hier vor uns direkt. Leitstelle an alle, falls ein Sport von Priose gesucht wird, ist es einer am Richtung Tab Urban unterwegs gewesen, relativ schnell und hat Laternen mit umgefahren. Leitstelle Ende. Oh, da steigen die ein. Plus. Mit einer allgemeinen Elfspur, Ausweichpunkt. Besten Stimme das Auto überqueren, nicht, dass hier noch einer reinrast. Das kann doch nicht sein, Männer! Da kann doch nicht einer reinfahren einfach, die einsacken und die fahren mit. Was war das denn für eine Aktion? Wollt ihr mich verarschen? Was? Da ist gerade ein Jugular oder sowas vorgefahren. Flüchtiger Jugular Richtung Los Santos. Hat zwei Tatverdächtige vom Escort eingesackt und ist weggefahren. Flüchtiger, es ist ein Sportwagen, Sedan, nicht genau zu definieren. Meine Fresse, Alter. Oh, ich könnte kotzen. Das Fahrzeug war ein mattschwarzer Sultan Classic. Wir werden weiter auf was warten wir gerade? Verfolgt und brauchen dringend ich habe eben nur die Unfallstelle abgesichert. Dispatches. Damit hier keiner einfach reinrast noch. Was sind die denn auf dem Weg zur JVA? Sie waren hier kurz Zusammenstoß und dann sind sie weitergefahren. Ist der JVA-Bus, ist der Marshall-Bus bei der JVA angekommen? Negativ, vor der JVA lauern mehrere Personen, das wurde im Funk auch durchgegeben. Ausweichort wird Fort St. Kudo sein. Hm. Aktueller Standort des Busses, kommen. Alles klar, gut, wir fahren weiter. Ja. Bus ist in Bewegung, wir fahren über Palito Bay runter nach Fort St. Kudo. Chief? Ja, so verstanden. Bahnhof gerade ein, Bahnhof gerade ein, West Highway Richtung Norden, hat drei eine Fahrzeuge Dame da vorne war gerade in dem schwarzen Fahrzeug mit dabei, was den Escort stören wollte. Ja, in ihr Fahrzeug setzen und dazu befragen. Wir haben keinen Platz leider, deswegen frage ich. Okay, setzen wir mit rein. Okay. 900. Oh Gott. Einmal noch Handschellen anlegen, da. Ja. Ma'am. Wir gehen jetzt die Handschellen an. Streife 3 verfolgt den. Einmal ins Fahrzeug setzen, bitte. Hinten rechts. Sultan RS. Sultan Classic. Dispatch Fahrzeuge weiter am Marschservice dran. Richtung Wolf unterwegs. Richtung Westen. Liegt ab auf Baustelle. Wir müssen halt tanken. Benötigen 1090. Ah, das reicht noch, Chief. Marshal Service auf dem Weg Richtung Militärgelände, wünschen, dass irgendeine Streife mal entgegenkommt. Ende. Verlass Baustelle. Streife 1 auf rechts gegen. Nach rechts Richtung Norden ab. Marshal Service mit Bus und zwei Begleitfahrzeugen auf Höhe von Palito Bay, Christmas Werkstatt. Tanken Sie mal bitte. Sind momentan noch ohne Unterstützung und haben
zwei Personen hinter uns, beziehungsweise ja, zwei Fahrt den Westerway in Richtung Süden runter, die Streife 1 kommt euch entgegen. Check. Und wieder rein. Schön. Haben Sie was ans Fern bekommen? Wir sind also drüben am Vor. Ja, ja. Okay. Fahrzeug soweit abgedreht. Fahrzeug wird jetzt weiter aufgebremst. Bräuchten weitere 1090 in Palito Bay. Jetzt. Keine Antwort, verstehe ich schon. Wir fragen hier 533. Haben wir noch weitere Einheiten, die den Westerwelt zum Norden anfangen können? Überschützen können? Streife 5 von. Wie auf? Ja, wir fahren. Aber wir kommen über Norden, wir kommen über Norden. Streife 5 kommt über Norden. Norden. Es gibt ein Fahrzeug, was gerade noch mit 2.5 besetzt ist. Wie zur Hölle kann das sein, dass die alle anfangen, wie die Vollidioten die Leute da von der Straße zu rammen? Die eine Leitstelle, was fällt denn eigentlich ein? Ich habe absolut keine Ahnung. Fahr mit dem beschissenen Sultans vor. Das ist ja unglaublich. Der verfolgte Landstalker muss nun weit abgedrängt und ist jetzt unterwegs Richtung Stadt. Können Sie mal die Markierung aufheben? Ja, kleiner Augenblick. Streife 3 verfolgt immer noch den Sultan S mit den flüchtigen. Dann müssen wir 60 mit dem Punkt. MS-04 meldet sich vom Kreis an. Das wurde von euch schon angehalten. Es wäre schön, wenn ihr mit uns mitfahren würdet, weil unser Granger schon stark beschädigt ist. Ja, wir sind jetzt hinter dem zweiten Transporter. Fahren Sie bloß vorsichtig. Oder das dann einmal bis auf den Granger vorfahren. Keine Sorge, Ma'am. Treppe 19, bitte setzen wir uns an. Was ist das für ein Dispatch? Dispatch. Information, der Gefangenentransport befindet sich jetzt auf dem Militärgelände. Oder okay, am Militärgelände noch. Alles klar. Wir sind, erinnern Sie mich mal da an die Ausfahrt Militärgelände, falls ich das verpasse. Aber ja, wir müssen ja eh über Dings fahren. Wir können ja über die Seite nicht rein, die ist ja zu. Wir können also hier nicht längst durch, die ist zu. Okay, na dann müssen wir, müssen wir geradeaus weiter. Ja. Sag ihm Bescheid. Der Konvoi muss einmal zurücksetzen, das Tor vorne ist nicht. Wir fahren zu den Leuten, denen sie befreien wollten. Sind ja ein bisschen unglücklich aus dem Auto rausgefahren, als sie einen lächerlichen Befreiungsversuch durchgeführt haben. Da vorne links schief? Ja. Wir fahren nicht mehr zu Ihr Fahrer. Hat sie nicht zu interessieren. Matt schwarzer Sultan Classic. Ja, Sichtkontakt verloren. Aktueller Dispatch auf dem West Highway ist der Marschall-Transport. Wir werden nun Richtung Süden verlegen und den Alternativeingang nehmen. Werden noch irgendwo 1090 benötigt kommen? Wir brauchen definitiv Streifen an Fort St. Pluto selber für die Einfahrt. Ich habe noch unterwegs. 93 ist weg, ja. Was ist das? Sind ihr überhaupt jetzt schon aktuell Schreiben vor Ort? Ja, hier sind schon Leute. Ich muss gerade nur Übersicht haben. Ich hab Angst, was ist das? Was haben wir hier? Scheiße, hier kommen wir gar nicht durch. Da. Wo ist der Sammelpunkt? Ist noch nicht festgelegt.
Alles klar, auf dem Airfield. Ich dachte, der Wagen ist hier, also der Marshallwagen ist hier. Bisher noch nicht. Wir haben uns eben umgesehen. Hat die Marshall 99 somit. Zwei mit einer Frage, wo der aktuelle Standort des Marshalls-Transports ist. Komm. Kurz vor der Einfahrt von Fort St. Kudo. 500 Meter weg von Fort St. Kudo vielleicht. Alles klar, Treffpunkt ist der große zentrale Hangar. Wir haben zwei Streifenwagen vor dem Hangar platziert. Dort wird die Befragung bzw. die Maßnahme durchgeführt. 02 Ende. Check, der Landstalker ist wieder da. Wir machen das hier. Ja, das Treffen dann gleich vor Ort. Die müssen ja komplett von der anderen Seite gekommen sein. PD 29 mit einer Information in den Funk. Vor Fort St. Kudo befindet sich ein Fahrzeug, was angehalten hat. Vermutlich Durchgabe unseres Standorts. Und nehmen Sie mal der Frau das Handy ab, bitte. Ja. Ja, bitte geben Sie. Der Marshall Service befindet sich jetzt mit dem größten Teil des Transports auf Fort St. Kudo. Ich nehme Ihnen das Handy da jetzt raus. Streife 10 sichert Eingang ab. Kurz den Poppes anheben. Streife 9, 10, 12, näher St. Kudo. Vielen Dank. Sichert aber bitte von innerhalb ab, dass da keine Gefahr besteht. 1090 bitte hier 10, bei der. In den Hangar reinfahren mit den Leuten in den Bussen. Herr Schief? Ja. Die Person, die Sie im Fahrzeug hatten, hat wie gesagt den Konvoi auf dem East Highway. Werden wir separat behandeln, ja? Genau. Die müsste eigentlich in die Zellen. Ja, wir müssen mal gucken. Wir lassen Sie jetzt erstmal da sitzen. Sie hat ein Handy abgenommen. Sie schließen sich jetzt erstmal der Maßnahme an, das ist unsere Verantwortung hier oben, ja? Gut. Es geht jetzt um die Vorhöre, die machen wir jetzt hier oben. Ja. Gut, die zwei Herren können aussteigen, ich schneide sie mal eben ab. Wie? Hier. Bitte das da. Das da, können Sie die Vorhöre hier koordinieren? Ich habe mich jemanden, der in die Zellen muss, separat. Ja, das kriege ich hin. Alles klar, Sie übernehmen Einsatzleitung. St. Kudo. Wunderbar, mache ich. Machen Sie am besten einen separaten Funkkreis auf. Machen Sie LSPD 1. Die bleibt im Fahrzeug, bitte. Alles klar. Wir müssen separat behandeln. Zurück, Ma'am. LSPD. Nee, SWAT-Funk. Der SWAT-Funk ist, glaube ich, auch für Marshalls. So, alle Einsatzkräfte im Hangar, bitte einmal. Wunderbar, sagen Sie Bescheid. Einsatzleitung 02 übergibt Einsatzleitung an DTU Duster. 02 Ende. Bitte noch eine Streife einmal zur JVA. Frau Dr. Krichtner war dort vor Ort, ist gerade telefonisch nicht erreichbar, geht nicht ans Telefon. Sie hat von einem Fahrzeug berichtet, was ihr sich nähert. Streife 3 fährt an. 3 Klicks. Marshall folgt. Gut, wir fahren gleich los mit einem kleinen Moment. Ich koordiniere, Guck mal, ob hinten noch alles in Ordnung ist. Ist das Auto zugemacht? Ja. Information an die Streifen in der Verkehrskontrolle. Die Insassen haben gerade eben telefoniert. Es könnte sein, dass hier gleich Verstärkung ankommt von denen. Leitstelle. Das ist halt scheiße, dass die dann halt so hinterherfahren und dann die Verletzten einsappen und so. Das ist halt. Kurz an Kudo benötigt wird. Kommen. Fort St. Kudo hat einen eigenen Funk. Es ist der SWAT-Funkkreis. Melden Sie bitte dafür den sich um auf SWAT-Funkkreis, wenn Sie Fragen dazu haben. 02 Ende. Information für die Leitstelle.
wird auf jeden Fall auch einen Staatsanwalt unten und einen APG benötigt. Will ich meine Freunde wiedersehen? Ich hoffe doch. Okay. Wachland war das, ja? Ja. Passiert denn irgendwas Schlimmes? Nein, sie kennen das Spielchen noch. Ich meine, meinen Freunden. Ich weiß nicht, wer ihre Freunde sind. Wer sind denn ihre Freunde? Streife 3 bei... Die Leute, die... Keine Ahnung, die sie auch JVA, aufgeführt haben. So. Niemand dort. Ich weiß nicht, wer ihre Freunde sind. Haben sie da Namen für? Nein. Dann können wir ihren Freunden leider natürlich nicht helfen. Streife 6 fährt übrigens LSPD. Frage an die Einsatzleitung. Ja. Welcher Ort im Hangar wird für die abgefertigten Personen vorgesehen? Einsatzleitung St. Kulo ist im SWAT-Funkkreis. Einsatzleitung St. Kulo im SWAT-Funkkreis. Mal ganz kurz den Funkkreis wechseln, dann gebe ich es durch. Streife 16-19 im MPD. Einmal die Streife. Einmal die Streife an der JVA, bitte einmal das Gebiet und drumherum einmal abrufen, ob dort ein roter Buffalo ist vom MD. Wir haben auch teilweise so ein roter Buffalo von MD kommen. Ist dieser verlassen? Negativ, die Ärzte steht hier auch. Okay, so positiv. Ma'am, wir bringen sie jetzt ins PD. Okay. Es ist Tag. Kriegen Sie noch ausreichend Luft unter der Maske? Ja. Hat so ein Nasenfilter-Ding drin, Sie wissen schon. Wie ist Ihr Name, Ma'am? Das echt sagen? Sie werden es entweder sagen können oder wir werden es im PD machen, das ist ja kein Problem. Evelyn. Ich erspare mir den Vortrag. Ja. Und ja eh nichts. Frage, Streife 9 ist jetzt an der JVA. Was sollen wir hier machen? Kommen? Ich bin fast mein Vater. Tja. Jetzt wurde Sie, was Sie und, ich, beziehungsweise was Ihr Vater und ich gemeinsam haben? Nein. Wir haben beide versagt. Wow. Streife 2, 10, 8. Das hat echt wehgetan. Leitstelle zurück von Kopfschmerzen. Ende. Das hat echt richtig wehgetan. Das ist echt gemein gewesen. Allgemeine Frage von Streife 2, wird irgendwo 1090 Sie, benötigt? Tief in meinem Herzen bin ich echt ein guter Mensch. Hilfsbereit und freundlich zu Mitmenschen. So, tief in meinem Herzen sind Sie anscheinend irgendein Waschbär. So verstanden, Streife 2. Wir sind echt niedliche Tiere. Ja. Aber nicht auf dem Kopf. Nein, das ist nur eine Maske, das ist nicht ein echter Waschbär. Wir sind vorhin mal kurz drüber gefahren, der hat sich relativ echt angefühlt. Dachten Sie, das wäre ein echter Waschbär, der auf dem Kopf sitzt und die Zunge raussteigt? Naja, lebendig nicht, aber... Was stofft denn Tiere aus? Das ist voll gemein und bestialisch. Was glauben Sie, wie diese Masken hergestellt werden? Doch nicht aus echten Tieren, oh mein Gott. Natürlich. Nein! Wieso nein? Ich will die Maske weghaben. Das ist voll eklig. Atmen Sie nochmal tief ein. Mir geht's aber noch nicht besser. Oh Gott. Nein, ich hab... Oh mein Gott, Sie haben mich verarscht. Ma'am, das war mein absoluter Ernst. Sie sind doch... Oh mein Gott. Ich fange mich an zu weinen.
Frage geblieben. Oh. No. Helfen Sie der Dame mal raus. So, Ma'am, ich mache Ihnen die Tür auf. Kommen Sie mal bitte. Dankeschön. Ich denke nicht, dass wir noch Handschellen brauchen, aber folgen Sie dem Officer bitte in den Zellentrakt. Ich habe Handschellen noch an. Ach so, na gut. Ja. Dann machen wir das dann vor Ort. Ja. Ach so eine Scheiße. So. Ja, die Tür klemmt manchmal linke Seite. Linke Seite. Das ist ein Waschbär. Ich hatte letztens erst einen Waschbär im Laden. Kommen Sie bitte rein. Ja, nee, letzte. Oh, lassen mich kurz raus. Nehmen Sie der Frau bitte die Zellen ab, die Handschellen ab. Handschellen. Ja, einmal bitte stehen bleiben, Ma'am. Wenn Sie mal mit dem Rücken zu mir. Sind ab. Ma'am, nehmen Sie bitte die Maske ab. Was jetzt? Okay. Nee, ich kann irgendwie nicht. Sie können die Maske nicht abnehmen? Meine Hände fühlen sich noch immer ein bisschen... Ja, ist kein Problem. Sicher, dass die Handschellen ab sind? Ja. Meine Hände auch irgendwie nicht heben. Sicher, dass sie ab sind? Fühlt sich immer noch ein bisschen eng an. Ja, dann kommen Sie nochmal ganz kurz. Ja, kommen Sie nochmal raus. So. Ah, jetzt. Ah, fantastisch. Gut, jetzt gehen Sie mal wieder rein. So, dann die Maske ab, bitte. So. Ihre Rechte. Alles, was sie sagen kann und wird in diesem Verhör bzw. in der Maßnahme, die jetzt stattgefunden hat, gegen sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Sie können ihn auch gleich dazu rufen. Haben Sie das verstanden? Ja. Sehr gut. Wurden Sie schon durchsucht? Ich denke nicht. Der Officer wird das gleich vielleicht nochmal zum Abschluss der Maßnahme machen. Schauen Sie nochmal, ob sie Waffen dabei hat. Meines Wissens nach wurde damit nicht gearbeitet, aber wir nehmen das trotzdem weg. So verstanden? Mhm. Gehen Sie ruhig in die Zelle rein. Frau Lind, von Ihnen geht keine Gefahr aus, nehme ich an. Nö. Gut. Aber gehen Sie mal einmal bitte an die... Smith, ich bin im PD. Wunderbar, weiß ich Bescheid, danke. Bis gleich. Die Waffen in der Zelle abnehmen, nachdem... Also erstmal komplett abnehmen und wenn das hier durch ist, entscheiden wir, was wir mit dem machen. Sie soll das übergeben, wenn sie was dabei hat. Ja. Ich nehme das... Bitte auf den Boden stellen. Die Streife, die Fort San Kudo die Einfahrt bewacht, hier in diesem Streifkanal kommen. Hey, Hall. Ist da drüben Major Payne? Sorry, Name. William. Gleichstelle an alle verfügbaren Streifen am Alamosee wird immer noch der Richter Fuchs vermisst. Wiederhole, Richter Fuchs vermisst auf dem Alamosee. Einen Streife bitte anfangen, wenn möglich. Haben Sie was gefunden? Waffen? Eine Waffe und das Handy hatte ich vorhin schon mitgenommen und in die Tasche habe ich noch nicht reingeguckt. Höhe Stauwerk. Ein Streifenwagen wird gestohlen von Pietro Macareno. Vermutlich auch Chris Blake wie die 28 im Schlepptau als Geisel. Okay. Kann ich denn meinen Anwalt anrufen? Ich habe mein Handy nicht mehr. Ja, klar, geht sofort los. Fahrzeug setzt sich jetzt in Bewegung, Richtung Süden. Ja, wir haben eine 1099 da oben. Buffalo. Scheiße. Und welche Leute entfernen gerade? Markt. Bitte? Ja, leider nur. Wir gerade Leute entfernen. Und die 1099 wieder? Da sind, eigentlich sind eine Menge Streifen draußen. Richtung über den Ost- oder Ost-Highway? Ost-Highway, also, Richtung Süden. Buffalo kommt jetzt entgegen. Wir müssen jetzt halt diesen Folie abarbeiten. Ja, fährt weiter Richtung Stadt. Können wir nicht so viel machen. Okay, ich weiß, ich kann hier nicht mehr rausfahren. Drake braucht eine Streife Höhe Stauwerk. Streife 9, kommt das, haben wir niemand dran. So, ich bin jetzt mal raus. So, was haben wir hier drin?
Ist nichts drin. Alles klar. Haben Sie was in der Tasche gefunden, Sir? Also, Brachland? War was in der Tasche drin? Eine Pistole? Habe ich, wie gesagt, abgenommen. In der Tasche selber ist nichts drin. Der Baseballschläger war in der Tasche. Ja, ein Baseballspieler ist noch in der Tasche drin. Alles klar, gut. Wir lassen den jetzt mal dran liegen. Den kriegen Sie ja zurück. Okay, das ist meine gerechte Strafe. Das ist nur, damit Sie jetzt hier nicht irgendwie auf dumme Ideen kommen, ja? Würde ich nicht. Der Officer gibt Ihnen gleich Ihr Handy zurück. Dann können Sie Ihren Anwalt anrufen. Und dann, also Sie wollen den Anwalt, ja? Ja, natürlich. Gut. So, geben Sie Ihr Handy zurück, damit Sie Ihren Anwalt anrufen kann. Wir haben einen Staatsanwalt hier vorne direkt stehen. Alles klar. Haben wir Ihr Handy zurück, Ma'am? Okay. Wo soll ich die... Die Tasche können wir... also Sie dürfen jetzt halt mehr oder weniger... Sie betreuen jetzt diese junge Frau. Das heißt, wir warten jetzt auf den Staatsanwalt. Dazu, wir haben dazu noch keine Akte offen, aber wir sprechen erstmal mit Graham, bevor das jetzt hier weitergeht. Alles klar. Ja. Spadafora kommt. Wer kommt? Der Spadafora, Pepito. Okay, dann geben Sie mir mal Ihr Handy wieder. Ja. Angehen. Dankeschön. So, ich muss kurz mein Handy selber mal irgendwie gegen die Wand werfen, das funktioniert nicht. Jo, alles klar. Ich? Nee, ich komm klar. Graham? Ja. Ja, du kannst Hugo gerne rüberschicken. Kennst du den Film? Weil ich hab hier noch einen zweiten Fall nicht, dass ich damit zu lange warten muss. Jo. Na, da drüben kommt ein Staatsanwalt noch dazu? Ja, den habe ich jetzt dazu geholt. Alles klar, dann erzähl ich denen das dann nachher. Ja, genau. Kann ein paar Minuten dauern. Kein Problem. Okay. Jesus Christ. Also, ich dachte schon, es ist ein bisschen Schwund. Aber dass die halt mit Sultan Classics den Scheiß hinterherfahren und rammen und so, Bruder. Also. Krass. Das ist mal interessant. Also, was machst du da? Was machst du da? Das ist schade. Das ist schade. Ja, aber auch eine polizeiliche Maßnahme. So, wir warten jetzt auf den neuen Staatsanwalt und den dazugehörigen Anwalt. Ja? Ja, der Anwalt wurde oben bereits in Empfang genommen von einem Kollegen. Ja, wir warten dann sozusagen nur noch auf den Staatsanwalt. Ja. Das war eigentlich klar, ist alles, wir haben alles gefunden. Wir müssen gleich nochmal gucken, wie wir das mit der Akte machen. Also wie gesagt, ich habe auch keinen Aktenzugriff. Naja, haben Sie noch nicht, das muss ich dann überlegen. Oder Officer Hansen, wen habe ich denn hier? Bin von ihm. PD-15. Namen, Dauerfunk. Name? Name? Blomqvist. Blomqvist, das ist auch neu. Eine Streife bitte auf dem Hof vom ACLS. Dort steht eine Person mit Handschellen an. Ich wiederhole, eine Person mit Handschellen auf dem Hof vom ACLS. Leitstelle Ende. Blomqvist oder so. Die Tasche behalte ich erstmal so schief. Blomqvist, ja. CDU fährt an, 2,5 Klicks. Major Payne. Info der Streife 3, wir fahren mit den beiden Tätern des gestohlenen Buffalos jetzt ins MRPD. Da kommt gleich Captain Hall, entlässt sie und dann wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen... Smith. Wo sind Sie denn jetzt? Unten in den Zellen. Okay, ich komme runter. Kennen Sie nicht den Film? Kennen Sie den nicht, wo der... So ein
Drillinstruktor die ganzen Jugendlichen rund macht. Da ist er. Auch die Haltung passt. Hier das Forza und Kudo nochmal. Wir bräuchten hier oben noch unbedingt 2,10,90 Minimum, die noch weiterhelfen bei der Abarbeitung, da der Marshall Service hier abgezogen wird. 12. Hi. Alles wieder gut? Ja. Sorry, dass ich vorhin die Beherrschung verloren habe. Smith, das passiert sehr selten. Von der anderen Seite, Frau Sankudo. Sie müssen mal ein bisschen aufhören, dass der Krishna ihre Klinge drückt. Nee, das war nicht Krishna. Deswegen müssen die sofort los und das würde nett werden. Nee, mit Krishna habe ich wunderbar reden können. Tatsächlich diesmal. Das war tatsächlich die Tatsache, dass also wir sind angefahren mit einem Unmarked Buffalo. Das war der einzige Unmarked Buffalo, der da war. Info von Streife 9. Die anderen hatten alle normalen Streifenwagen dabei. Fahrzeuge am Suchen nach dem Richter rund um den Alamosee. Und den hatten wir eingegliedert in die Straßensperre. Mhm. Ich drehe mich kurz um und dann ist das Fahrzeug weg. Ja, Smith, das ist aber kein Problem. Grundsätzlich hatten wir das hier früher, ich weiß nicht, wie Sie das handhaben wollen, gesagt, die Streife oder der Streife gehört das Fahrzeug. Die ist dafür zuständig. Smith, haben Sie das da oben gesehen? Natürlich habe ich das gesehen, aber... Es waren 35 Leute, die auf dem Boden lagen. Da waren alle Officer da. Wir haben so viele neue... Ja, deswegen frage ich mich ja, warum Officer weggefahren sind. Weil Officer von mir die Anweisung bekommen haben, das MD anzufahren. Weil die Anweisung bekommen haben, das JVA anzufahren. Ja, aber diese Officer haben doch eigene Autos. Ja, aber wenn die keine eigenen Autos haben, beziehungsweise wenn die... Wie sind sie denn hingekommen? Wie sie hingekommen sind? Naja, dann... Ich sage Ihnen das nochmal. Gehen Sie ruhig weiter. Ma'am, gehen Sie ruhig weiter. Ich sage Ihnen das nochmal. Das ist im Rahmen dieses Einsatzes etwas ganz Natürliches. Bestehen Sie da nicht drauf, dass es auch ein Fehler darauf zu bestehen. Chief, ich habe noch nie erlebt, dass ein Auto, also dass eine Streife ein Auto einer anderen Streife genommen hat. Und ich bin jetzt seit 3 Monaten hier. Smith, was ist das für eine... Smith, erklären Sie mir bitte, wo das Problem ist. Die Einheit, die noch mit am Alamo... Wirklich, rational. Betrachten Sie es aus einer... Bitte vor Sankuro anfahren und hier unterstützen. Ganz rational betrachtet. Ja. Jede Streife ist zugeteilt einem Fahrzeug und Streifenpartnern. Ja. Wenn eine Streife einen Einsatzort anfährt, dann immer mit ihrem Auto. Ja. Wenn eine Streife diesen Einsatzort verlässt und woanders hinfahren muss, nimmt sie ihr Auto. Ja. So, und warum nimmt man dann ein Auto von einer anderen Streife? Weil es scheißegal ist. Ja, aber dann passiert sowas wie gerade, dass eine Streife mit einem 2 Rekruten und einer Officerin alleine die Beherrschung verliert. in einem Brennpunkt stehen. Ja. Das ist nicht gut. Ja, was soll ich Ihnen jetzt... Das ist aus Ihrer Perspektive nicht gut, aber es ist passiert. Und wie Sie damit umgegangen sind, ist der einzige Faktor, mit dem Sie arbeiten können. Sie haben also die Möglichkeit, sich weiter über Dinge aufzuregen, auf die Sie keinen Einfluss haben. Oder Sie können weiter an Ihnen arbeiten. Und das ist 2 einfache Sachen. Sir, Ihr Name? Schmidt. Verschulden Sie mir bitte mein Auftreten. Ich habe eigentlich heute meinen freien Tag, aber es ist anscheinend wohl in der Staatsanwaltschaft Notarmann. Alles klar, dann kommen Sie bitte. Chief, einen Augenblick. Verzeihung. Was gibt's? Der Staatsanwalt möchte jetzt die Aufsage, der Herr Graham möchte die Aufsage aufnehmen. Ich habe dir doch, wie die Tat hergegangen ist, nicht keine nähere Information zu. Ja, ich kann dazu was machen. Ja. Aber ich dachte, Staatsanwalt Schmidt soll das übernehmen. Graham hat mich gerade befragt. Okay, der steht. Ja, doch. Graham, wollen Sie mich auch befragen? Bitte. Ich war in der Streife mit dabei. Ja, genau, ich brauche nämlich ein paar Infos. Alles klar. Gut, dann kommen Sie mal bitte mit. Hugo, komm mit. Smith, wir machen das gleich, ich habe zu tun. Ja. Kommen Sie. Wir gehen nach vorne links. Achso. Ja, es ist hier ein bisschen eng. So. Wir haben den Transport von der... Petro! Von dem Petro. Einsatzort... Jetzt fängt sie schon wieder Eingang an. Eingang sofort sein Kuto noch abgesperrt. Ja, ignorieren Sie es einfach. Nein, die schreit hier immer rum. Ignorieren Sie es einfach. Gut. Wir haben den Einsatzort verlassen mit den Einsatzwagen und der JVA-Unterstützung. Hey, ja. So, 10-4. Und sind da Officer dabei oder laufen die hier einfach so rein? Die Sammelzelle? Na, da kommen die doch. Okay. Ich muss das Funkgerät mal ausmachen. Können wir in eine Zelle? Das ist so eine große. Hello, Leute, Party People! Woohoo! Gut. Also, wir haben den Tatort verlassen, Little Italy. Dabei oder so. Sind mit einer Streife mit dem Herrn
Brachland und ich sind zu zweit den Osthighway hochgefahren. Sowas. Also kurz. Ich weiß, Sie sind sehr kommunikativ und wahrscheinlich auch in Partylaune. Ich würde Sie trotzdem bitten, nicht so rumzuschreien. Kriegen Sie das hin? Ja, es tut mir wirklich sehr leid, dass Sie arbeiten müssen. Aber Sie haben sich halt einfach den falschen Job ausgesucht. Kann das sein? Ja, genau. Ich habe mir den falschen Job angesucht. Und ich kann mit Frauen, die dieses Organ haben, und da sind Sie sicherlich sehr, sehr stolz drauf, und Sie sind als U-Girl durch Ihre College-Zeit sehr, sehr effektiv durchgekommen. Aber sag mal, bitte geht's nur bei Ihnen? Schämen Sie mich gerade? Ein bisschen leiser, bitte, Ma'am. Ich danke Ihnen. Verstehe. Also sind wir den Osthighway dann zu zweit hochgefahren. Ja. Und dann auf Höhe der Abfahrt Sandy Shores, JVA, wurde das Fahrzeug blockiert, beziehungsweise es gab einen Vorfall, der den Transport, wir hatten drei Fahrzeuge für den Transport, die wurden verfolgt, angehalten hat. Vermutlich Pitmanöver. Wissen Sie, wie die Fahrzeuge, Pedro, was für Ultran Fahrzeuge das Classic, waren? Schwarz, matt. Okay. Ja, der Klassiker. Sie sich doch mit mir. Die sind ausgestiegen oder haben ein Signal gegeben, dass die einsteigen sollen. Dabei über wurde jemand da getasert. Mit dem Hut. Und dann ist die junge Frau aus dem Fahrzeug mit rausgekommen. Das heißt, die mit den blauen Haaren. Die mit den blauen Haaren. Ja. Das ist die Frau Evelyn, glaube ich. Und das war's. Ja, dann haben wir sie mitgenommen. Wir haben die Waffen sichergestellt. Die kam aus diesem Täterfahrzeug heraus, was die Leute mitgenommen hat und hat die dann eingesackt und sie ist zurückgeblieben. Wahrscheinlich ist das Fahrzeug noch auf ihren Namen registriert? Wir haben das Fahrzeug nicht geschnappt, die sind einfach wieder weggefahren. Sie ist nur da rausgekommen. Okay. Das ist der gesamte Prozess. Wenn sie die Einzige, die ausgestiegen ist, oder wie? Ja. Ja, okay. Aber die Fahrerin war sie dann offensichtlich auch nicht. Anscheinend nicht, nein. Jetzt richten Sie ihm das aus. Ist ja... Okay, aber das schützt ja nicht vor Strafe. Ganz ehrlich. Nee, ist ja Beihilfe. Oder zum Mittäterschutz. Ja, ist Beihilfe. Ja. Diesbezüglich habe ich leider noch keine Akte offen. Da brauchen Sie eine wahrscheinlich. Ja, im Nachgang auf jeden Fall. Okay. Das können wir nachher machen. Alles klar, gut. Genau. Rekruter, kriegen Sie Ihre Aktenschulung dran. Ja? Bachland. Alles klar. An dieser Akte. Merken Sie sich bitte die Details auch von mir. Ich habe nämlich eine Menge zu tun und ich weiß, dass ich bei sowas gerne mal was auch vergesse. So wahrscheinlich. Ja, Graham, dann würde ich mir vorschlagen, dass wir die Frau mal einmal kurz in Verhör nehmen. Ja, die hat abgenommen. Und dann mal einmal ein bisschen in den Mangel nehmen. Herr Anwalt, wir würden die, weil hier so viel los ist, würden wir die Frau Ava Lynn, ist das, oder? Ja, wenn wir mit in den Verhörraum nehmen, da können Sie ja natürlich. Ah ja. Und den kleinsten Schwanz. Frau Lynn, das geht jetzt alles seinen Gang, ja? Ihr Anwalt war ja schon da. Okay. Auf dass wir uns nicht nochmal wiedersehen am besten. Okay. Mein Gott. Aber das war einfach echt gemein. Okay. Gut. Weißt du, Bruder mit dem Hut. Sieg weiß ich, dem anderen muss. Ma'am. Ich fand das gerade nicht in Ordnung von Ihnen. Wissen Sie, ich sitze hier öfters mal und keiner von Ihren Scheißkollegen spricht mit mir. Deswegen muss ich mir Arten der Kommunikation suchen. Und wenn Sie von... Ich bin doch hier. Dann, lassen Sie mich ausreden. Ich habe noch nicht zu Ende gesprochen. Und wenn Sie dann davon ausgehen, ich wäre ein U-Girl in College gewesen, dann finde ich das sehr sexistisch von Ihnen. Und das nehmen Sie bitte zurück. Ansonsten fick ich Sie mal ordentlich ins Knie. Ma'am, waren Sie nicht im College? Nein. Also haben Sie keinen höheren Bildungsstand genossen? Doch. Aber ich war auf einem privaten College und habe nicht an irgendwelchen Who-Girl-Scheiß darin teilgenommen. Aber das ist auch ein College. Beziehungsweise Spring Break oder so ein Scheiß. Ich war schon vorher eine kleine Schlampe, aber das ist ein selbstgewählter Begriff für mich selber und steht Ihnen hier nicht zur Verfügung. Wissen ist Sie das die klar? Definition, was ein Who-Girl ist? Sie brauchen jetzt auch gar nicht mehr weiter mit mir sprechen. Sie können sich jetzt gerne wieder anderen Leuten zuwenden. Ich wollte Ihnen das nur mitteilen. Also halten Sie jetzt Ihr Maul und lassen mich in Ruhe. Oder fragen mich hier aus, was ich heute Abend anscheinend getan hätte. Ich saß in dem Auto. Woo, ich bin Who-Girl, woo. So, reicht mir jetzt. Over. Sehr wohl, Mensch. Ja, also... Tja. Wild. Blumenquist. Sie kennen solche Frauen, oder? Also, ich würde das nicht von meiner Frau behaupten, aber. Ja. Was wird ihr, ja, ich hatte mit solchen Damen im DJ oft genug Kontakt. Was wird vorgeworfen? Ja. Was kann ich für Sie tun? Nee, alles gut. Ich habe nur Ihren Namen gesagt zur Begrüßung. Achso, okay. Ja, hallo. Nein, wir müssen da tatsächlich einmal in die Zelle. Ja, ja. Watson. Oh, Watson. Und?
Ah, die Uniform, die haben sie sich aber auch die ausgesucht. Passt die? An die Zelltür. Ja, ich habe die Jacke damals geliebt. Ne? Ja, jetzt dürfen sie sie wieder tragen. Ja, endlich wieder. Mir wird schon unterstellt, dass ich das SD nur deswegen zugemacht habe. Wegen den ganzen tollen Uniformen. Ja gut, die Uniformen sind toll. Also ich sag mal so. Soap! 343 hat übrigens den Buffalo zurückgebracht. Wissen Sie eigentlich, dass ich Sie immer an Ihrem markanten Kind erkenne, Soap? Ja. Sehr gut. Das ist ein sehr schönes, markantes Kind. Welcher Buffalo? Bitte? Welcher Buffalo? Dieser Buffalo wurde geklaut. Es wurde ein Buffalo entwendet. Die uns als Geisel genommen haben. Sie wurden als Geisel genommen? Moment, ja, so ungefähr. Die haben dich als Geisel genommen. Ja. Mich haben sie nur weggeschickt. Du warst ja auf dem Klon, warst auf einmal wieder aus dem Gebüsch raus. Ja. Oh. Im falschen Moment. Hätte ich wiederkommen müssen. Ja. Ja. Unangenehm, Ärger. Die ganze Geschichte. Ja. Ich habe gerade was von 1090. Kann mich hier irgendwer rausholen? So. Ich rauskomme. Hallo. Ich kann sie hier nicht rausholen, bis die Maßnahme abgeschlossen ist. Aber ich war doch nur picknicken so. Salat, natürlich so. Medium. Ein bisschen blutig einfach. Und als Nachspeise. Waren Sie auch schon mal picknicken? Ja, so. Schokoladeneis. Ist bei dem Picknick schon mal etwas Unvorhergesehenes passiert? Beispielsweise, dass Sie eine Polizeistreife entführt haben? Ich distanziere mich von solchen Dingen. Naja, das ist mir noch nicht passiert. Wir haben für euch die Karre zurückgeholt, da könnt ihr doch wenigstens die Akte schreiben. Wissen Sie, was ziemlich kompliziert ist? Wenn man Mathematik. Ja, aber ich meine jetzt gerade so eher auf so einer zwischenmenschlichen Ebene. Also, höhere Mathematik. Ja, es ist ähnlich tatsächlich. Ich habe zwei Variablen und da, also der eine Boy, so mit dem bin ich halt, da ist halt, da läuft, also es läuft nichts Sexuelles, aber so ein bisschen auf so einer emotionalen Ebene. Aber da gibt es noch diesen, den Johnny, ne? Der ist dann halt ein Süßer. Und oh, ich krieg einen Anruf. Naja, es könnte. Oh. Was ist das? Also sollen wir jetzt echt für euch die Akte schreiben? Gut, dann machen wir das. Nun erzählen Sie mal. Also, gerade mit Kuhn telefoniert. Ich hoffe, die heißt so. Ja, dann. Wem? Komm. Der Staatsanwältin, muss man auf die Seite gehen. Ich mach den Funk aus. Im Funk ist doch eh gar nichts los. Was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit auf? Was? Gefühlt 80% der Leute hier. Meinen Sie nicht? Ach, finden Sie. Ja, Mr. mit Hut hat sich auch schon aufgeregt. Ja, ich verstehe. Hast du gerade mit dem geflirtet? Ja, ich habe ihn halt auch mit so einer kleinen Problematik also gefragt, wie seine Meinung dazu wäre. Ich habe das gehört, du hast über Toni geredet, oder? Ja. Ich habe Toni heute, also ich habe das gar nicht so gecheckt. Was hier los ist, also. Der Richter mittlerweile immer wieder aufgetaucht. Nee, tatsächlich hatten wir nichts Sexuelles. Ich habe heute nur einen Richter gesehen, ja. Ich dachte doch. Ja, es wird doch einer vermisst. Ich darüber, also was, zumindest, bitte, wir standen heute da ja. Und dann am Alamosee gesagt, dass wir bald mal ein Date haben können. Und der war Tony halt daneben. Jetzt haben wir auch hier so dumm zu labern. Werden wir heute da kümmern sich wohl gerade die Marshalls drum. Heute nicht mehr, oder? Ich habe mal kurz eine Frage, ne? Ach, er wird Zeit von Overwatch. Ja, das frage ich mich auch. Wo wurdest du verhaftet? In einem geklauten Kopfkar. Alter, ich rede nicht mehr mit dir. Ich rede nicht mehr mit dir. Oh mein Gott. Was? Watson, du sollst die Akte schreiben. Liebe Grüße von Paul. Habt ihr die Staatsanwälte jetzt hier noch mit eingebunden? Ich habe. Die sind gerade im Verhörraum. Achso, ja gut. Okay. Mit der Dame. Haben die einen Anwalt angefragt? Irgendwas? Die Dame hat scheinbar einen Anwalt angerufen, der war scheinbar schon hier und jetzt weiß ich nicht mehr, was mit ihm los ist. Also die sind mit dem im Verhörraum. Okay, das heißt. Okay, dann gebe ich kurz die Info.